Hi, der Mario von Musikmesse TV. Dass es nach dem TubeMeister 5 und den TubeMeister 18 noch eine Steigerung gibt, das haben Hughes und Kettner bewiesen mit dem TubeMeister 36, ein Vollröhren-Amp mit 36 Watt, in der Endstufe arbeiten 4 EL84 und in der Vorstufe arbeiten 3 Röhren vom Typ 12 AX7B. Wir haben einen Clean-Kanal mit eigener Dreibandklangregelung, Treble, Middle, Bass und zusätzlich einen Master- und einen Gain-Regler. In der Distortion-Sektion haben wir ebenfalls eine eigene Dreibandklangregelung, Treble, Middle, Bass und jeweils für den Crunch- und Lead-Kanal einen eigenen Gain- und Master-Regler. Daraus ergeben sich drei Kanäle, die sich direkt per MIDI ansteuern lassen. Noch interessanter vom TubeMeister 36 ist eigentlich die Rückseite. Da haben wir einmal den MIDI-Eingang mit MIDI-Learn-Taste, dazu später noch mehr. Daneben haben wir zwei Stereo-Klinke-Eingänge. Über den einen lassen sich die Kanäle zwischen Clean- und Distortion-Sektion schalten. Mit der zweiten Funktion kann man Crunch- und Lead-Kanal anwählen. Mit dem zweiten Klinke-Eingang kann man den FX-Loop und das Reverb kontrollieren. Daneben befindet sich der FX-Loop mit Send und Return. Ich habe hier mal ein Delay angeschlossen. Im Unterschied zum TubeMeister 18 besitzt der TubeMeister 36 ein digitales Reverb regelbar. Natürlich ist der TubeMeister 36 ausgestattet mit der legendären Redbox. Hier wird ein hochwertiges speakerähnliches Signal aufbereitet, mit dem man direkt ins Mischpult gehen kann. Es ist auch wunderbar geeignet zum Silent Recording machen. Auch das TSC Tube Safety Control wurde dem TubeMeister 36 spendiert. Dieses Kontrollsystem überprüft permanent das Wohlbefinden der 4 EL84, regelt gegebenenfalls den BIAS nach oder schaltet eine defekte Röhre so ab, dass man gefahrlos weiterspielen kann. Vier rote LEDs geben Auskunft über den Zustand der Röhren. Mit einem Plektrum gelangt man über einen Schlitz an einen Taster, der die Check-Funktion auslöst. Ein typisches Merkmal der TubeMeister-Serie ist, dass man die Leistung reduzieren kann. Diese Aufgabe übernehmen beim TubeMeister 36 vier Drucktaster. Man kann von 36 Watt auf 18 Watt, 5 Watt, 1 Watt und Power-Off regeln. Wird die Box ausgesteckt, schaltet das Power-Soak automatisch auf Speaker-Off und es kann so nichts passieren. Und jetzt kommt der Hammer. Der Power-Soak ist ebenfalls komplett MIDI-steuerbar. Den TubeMeister 36 kann man also in all seinen Einstellungen eine Kombination aus Kanal, Endstufenleistung, Hall und FX-Loop auf 128 Programmplätzen abspeichern und direkt per MIDI-Board ansteuern. Sehr innovativ von den Saarländern, das ist neu und in dieser Form noch nie da gewesen. Es macht also durchaus Sinn, den Clean-Kanal mit voller Endstufenleistung und den Crunch-Kanal mit reduzierter Leistung abzuspeichern, um hier mehr in die Endstufensättigung zu gehen. Auch den Lead-Kanal kann man mit verschiedenen Power-Soak-Einstellungen abspeichern, um so den Klangcharakter zu beeinflussen. Der eine steht mehr auf Endstufenzerre, der andere formt seinen Sound lieber über den Preamp. Um einen Lautstärke-Boost zur Verfügung zu haben, muss man einfach einen Sound in zwei Leistungsstärken abspeichern. Man hat also beim TubeMeister 36 noch nie dagewesene Möglichkeiten, seinen Sound zu formen, abzuspeichern und abzurufen. Passend zur TubeMeister-Serie gibt es jetzt auch die TM212, eine 2x12er-Box mit Celestion Vintage 30 Speakern, 120 Watt. Man kann sie auch hochkant stellen, direkt zugeschnitten auf den TubeMeister. Ich spiele den Clean-Kanal mal an. Bin jetzt auf 1 Watt. Gehe jetzt auf 5 Watt. Und 36 Watt. Dann der Crunch-Kanal. Das war jetzt 1 Watt, jetzt gehe ich auf 5.
18 Watt. Watt. 36 Watt. So, dann der Lead-Kanal. Fünf Watt. Achtzehn Watt. Und 36 Watt. Als MIDI-Board benutze ich von GLab das GSC-1. Man kann hier über Loops seine Lieblingseffekte integrieren. Ich habe einen Chorus an den Flanger angeschlossen. Man kann genauso das Stimmgerät anschließen und über MIDI die programmierten Sounds vom TubeMeister 36 abrufen. Das Programmieren vom GSC-1 ist sichtlich einfach. Man wählt sich ein Preset aus, dann geht man auf Loop, dann wählt man aus, welches Effektgerät man im Loop drin haben will. In dem Fall ein Chorus, abspeichern, fertig. Dann gehe ich auf MIDI, programmiere den Sound vom TubeMeister 36, gehe dann auf die MIDI-Learn-Taste vom TubeMeister, bestätige jetzt nochmal MIDI, nun erlischt die MIDI-Learn-Taste vom TubeMeister und das GSC-1 hat sich auf Preset 1 den Sound vom TubeMeister gemerkt. Ja, für meinen Song habe ich die Sounds im TubeMeister 36 programmiert und kann sie direkt per MIDI abrufen. Das war's von mir zum TubeMeister 36 von Jus und Kettner. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war's von mir. Tschüss, euer Mario.